Ja, guten Tag, lieber Christian Lehmann. Hallo, hallo. Freut mich sehr, dich heute zu treffen, wenn auch nur über Videokonferenz. Genau. Ja, Ich sehr wollte gut. ganz Danke. gerne, dass du uns ein bisschen von deiner Erfahrung als langjährige Freilerner-Mama erzählst und auch von deinen ganzen Tätigkeiten im Verein und jetzt gerade auch ganz aktuell mit der Freilern-Challenge und so weiter. Ein bisschen privat erzählen, wie wir da hingekommen sind, wie wir zum Freiland gekommen sind. Wir haben für Roman, der ist inzwischen 20 Jahre alt, als der 5 war, nach einer Schule gesucht. Und weil bei uns auf dem Hof so nette Kinder waren, habe ich geguckt, wo gehen die denn in die Schule und was sind das für Schulen? Da könnte der Roman auch hingehen, der ist auch netter. Das waren alles alternative Schulen, da habe ich mich ein bisschen mit alternativen Schulen dann beschäftigt. Und zu dieser Zeit gab es eine Gründungsinitiative in der demokratischen Schule, in der Sudbury-Schule. Und da sind wir sofort, wir sind zum Vortrag gegangen, es hat uns sofort gefallen. Und dann haben wir die mitgegründet. Die ist leider nie staatlich genehmigt worden. Unsere Ansprüche waren da zu hoch. Also wir hätten die nicht da hätten ja keine Kompromisse eingehen wollen. Also eine demokratische Schule, die zeichnet sich dadurch aus, dass die Kinder tagsüber entscheiden können, was sie machen möchten und mit wem sie lernen und oder was sie tun und zu welcher Zeit und so weiter. Und auch indem Schüler und Mitarbeiter dort die gleiche Stimme in der Schulversammlung haben, um innerschulisch Regeln auszuhandeln oder festzulegen oder über Finanzierung zu sprechen oder sogar über die Einstellung neuer Mitarbeiter oder sowas. Ja, und es ist nicht so einfach, so ein Konzept so darzustellen, dass es trotzdem dem normalen Schulkonzept entspricht. Und eben, was uns da widersprochen hat, ist, dass man eben so klare Ziele vorgibt und Lehrpläne, wo wir ja sagen, jedes Kind, jeder Mensch verfolgt seinen eigenen Lernplan, sein eigenes Bildungs seine eigenen Bildungswünsche sozusagen. Ja, das ist wie eine Pflanze, die wächst auch eigentlich alleine. Die Pflanze weiß, also das Innere der Pflanze weiß, was es zu tun hat. Die Blätter wissen, wann die rauskommen müssen. Die Knospen wissen das, der Samen weiß das und so. Also so etwa muss man sich das beim Menschen auch vorstellen. Und das widersprach so sehr, dass wir eben das Konzept nicht gleichzeitig hingekriegt haben. Schulbetrieb, Umsetzung der theoretischen Kenntnisse und dann nochmal korrigieren in Richtung ja, der staatlichen Richtlinie, das war nicht möglich, haben wir die Kapazitäten nicht dazu gehabt. Und für mich war es eigentlich die richtige Lösung, dann keine Kompromisse einzugehen. Und daraufhin wurde diese Initiative aber geschlossen. Die haben wir 3 Jahre miterlebt. Und was war dann letztendlich euer Weg dann? Diese Schule hat geschlossen und dann? Ja, und wir haben keine weitere dann interessante gefunden. Also da, ich habe dem, der Ach so, wir haben das versucht, wir haben eine freie Schule gefunden, wo wir Probetage machen konnten und uns angemeldet, die Kinder angemeldet worden sind. Und dann haben die aber 3 Tage später gesagt, zu probieren, ja, aber doch nicht, um da zu bleiben. Und daraufhin, habe ich sie wieder abgemeldet. Und dann sind wir 4 Jahre vom Schulamt nicht gesehen worden, glaube ich. Kannst du So. dazu was sagen? Das ist natürlich sehr spannend. Nee, das weiß ich nicht. Ich Das habe weiß weder ich die nicht. Schule gefragt, noch habe ich beim Schulamt gefragt, huhu, was ist Wir denn sind da da. passiert? Haben sie uns vergessen? Das habe ich nicht gemacht. Ich weiß nicht, was da war und ich habe auch nie danach gefragt. Ihr hattet einen festen Wohnsitz in Deutschland, wart Ja, angemeldet, ganz immer. normal. Und dadurch, dass die Kinder vielleicht zuerst angemeldet waren und dann nicht mehr Es hingekommen kann sind. eben sein, es gab zwischendurch auch, es gibt jetzt die Regeln auch, dass die freien Schulen unbedingt die Abmeldung weitergeben müssen. Die gab es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das Ah könnte ja. sein. Ah Also ja. da hat möglicherweise niemand was falsch gemacht. Und vielleicht ist aber damals auch noch nicht so vom Schulamt das geprüft worden über die Einwohnermeldeämter. Ich weiß es nicht. Und da sind wir wieder angesprochen worden, als der Roman vielleicht in der 5. Klasse war. Ah ja. Und Und das dann heißt, das betraf jetzt nur das erste Kind, erste oder? Kind und die Saskia ist dann ein Jahr später, war die dann auch betroffen, ja. Also dann waren die beiden schulpflichtig und wir waren 4 Jahre zu Hause. Und ich Und vielleicht. auch bei dem zweiten Kind hat niemand gemerkt, dass die jetzt in dem Alter Nee, kommt. weil die gerade zu diesem Zeitpunkt dann, also der Roman hat ein Jahr erlebt, wo
indem er parallel, also zu uns, zur Sudbury-Schule gegangen ist, aber auch hier und da mal eine andere Schule ausprobiert hat. Mhm. Er hat mehrere Grundschulen mal angeguckt, mal einen Tag, mal 3 Tage, mal 10 Minuten und gesagt, nee, ist mir zu laut. Oder es ist schon, die Atmosphäre gefällt mir nicht. Oder der hat gesagt, die Lehrerin war zu laut, die hat die Kinder so anschreien müssen. Oder der Roman hat 3 Tage in der Schule also geschafft. Das heißt, ich war auch beim ersten Tag dabei oder beim zweiten vielleicht. Und da waren es so kleine Nuancen. Also dass zum Beispiel die Kunstlehrerin hat dann gesagt, so, jedes Kind kann sich die Farben abholen und ihr holt euch Wasser und ich bringe euch das Papier. Und dann fangen wir an. Und dann sagt der Roman, vielen Dank, ich möchte nicht malen. Ja, das ist egal, du holst ja die Farben, machst dies und das und hat also wiederholt gar nicht gehört und dann gesagt, nee, machen sich keine Mühe, ich will gar nicht malen. Ja, aber wir malen jetzt. Er wusste, dass er nicht so toll malen kann, deswegen wollte er das vermeiden wahrscheinlich. Und da haben die dann nur so Farbspielereien gemacht, also irgendwas mit Farben mischen oder so. Und das war jetzt das Ergebnis von dem war er jetzt gar nicht mal unbeeindruckt, fand er sogar ganz gut. Aber die Tatsache, dass die einfach nicht gehört hat, wann Schluss ist. Also das ist was bei uns ganz normal ist. Wenn einer Nein sagt, ist Schluss. Eine Ausnahme gibt es beim Kitzeln. Also wenn da einer sagt, nein, dann darf man noch einmal probieren. Vielleicht meint er es nicht so, ja? Aber ansonsten gibt es da kein Pardon. Das ist, Nein heißt Nein. Das ist also, und das hat ja, das ist eben so, wenn, das hat ja nicht verstanden, wie da jemand so über seine Grenzen geht. Also das muss man kann über jemandes Grenzen gehen, wenn der vor den Bus läuft. Ja, dann gehe ich auch über die Grenzen des anderen und halte den fest oder pack den oder so. Aber ansonsten gibt es keine Rechtfertigung dafür, jemandem irgendwas aufzudrängen. So. Aber das ist das, was wir aus unserer Familie kennen oder auch aus unserer Sudbury-Schule damals. Man ist sehr an Bedürfnissen dran und guckt, dass allen gut geht damit. Ja. Und auch der Lehrerin meinetwegen oder den anderen Leuten aus der Straßenbahn oder wem auch immer. Also es geht ja nicht darum, dass die Kinder jetzt zu ihrem Willen kommen und machen können, was sie wollen, sondern dass man Lösungen findet, die irgendwie gehen. Und wenn sie nicht gehen, geht man nicht aus dem Haus. Jetzt kommen wir nochmal zu euch zurück. Also ihr hattet diese 4 Jahre Ruhe, auch für die Saskia. Und dann nach 4 Jahren? Dann hat man uns gefragt, wo wir sind. Und da haben wir kurz vorher davon erfahren, dass es in Polen in Warschau eine Schule gibt, eine Homeschooling-Schule. In Polen ist Homeschooling erlaubt. Und diese Schule war eine Schule, die also wenig Präsenzunterricht hatte und hatte aber sehr viele reisende Familien auch bei sich. Und dann sind wir, und da läuft es eben so ab, dass man dann am Ende des Jahres eine Prüfung ablegen muss. Mhm. Das haben wir gemacht. 2 Jahre lang. Und dann hat es Polnisch dann? Also nö. Nee. Die haben, also mal waren Lehrer dabei, der Deutsch konnte und mal Englisch. Und weiß ich noch, bei der ersten Prüfung war die Saskia 11 und Roman 12, glaube ich. Ja, kann sein. Und da hatten wir nicht den deutschsprachigen Lehrer erwischt, sondern einen jungen Mann, der Englisch sprach. Und dann habe ich zu Saskia gesagt, war das eigentlich doof für euch, dass ihr jetzt in dieser Prüfungssituation wart? Weil das kannten wir ja nicht. Wir haben ja nie Schulstoff gelernt. Und dann hat die gesagt, nein, aber sein Englisch war so schlecht. Das ist sehr witzig gewesen, ja. Ja, aber das war, also die Möglichkeiten dieser Schule waren wirklich so, dass man auch mit allem Problem, also dass die Familien zu Hause eigentlich also Unterricht nach Plan gemacht haben sozusagen und trotzdem war da schon sehr vieles viel freier, weil die einfach, das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass die Familien, die zu Hause arbeiten, viel weniger Zeit dafür brauchen, um den Stoff durchzuarbeiten. Die sind bei 1-2 Stunden am Tag fertig und man hätte eben dort auch immer, wenn man jetzt sagt, ich komme hier mit diesem Lehrbuch nicht klar, was habt ihr noch an Materialien, dass die immer da hilfreich das unterstützt haben. Also das ist schon ein tolles Programm, sowas zu machen, das würde ich also, finde ich eben gut. Gerade wo Familien sowas wollen oder unterwegs sind und sagen, wir wollen uns da mit den Tag einteilen, dann sollen die das machen. Also für mich wäre das jetzt nichts. Ich muss immer gucken, ist das Kind damit einverstanden, wenn die sagen, ja, ich will so eine Normalität haben, wie andere auch, und sagen, ich mache auch Schule, ich habe meine Schulbücher, wenn es für die Kinder richtig ist, dann sollen die es machen. Aber ich glaube nicht, dass es von Dauer ist. Also
da, wo Familien freier dann mit der Situation umgehen oder auch erkennen können, wie viel neben den Schulaufgaben an Lernen stattfindet und wo die es vielleicht dokumentieren oder sonst wie das sehen, da verändert sich die gesamte Familie. Also man kann nicht mehr zurück, wenn man einmal gesehen hat, welches Potenzial man hat, wenn man frei ist. Und dazu entwickeln sich dann auch manchmal, also die Kinder auch vom Homeschooling weg und die Familien auch so. Mhm. Und was aber der Witz ist dann, dass die trotzdem immer gleiche und bessere Ergebnisse haben, wenn die dann zum Beispiel die Schulabschlüsse machen. Oder manche Kinder sind dann vielleicht nochmal im letzten Jahr in der Schule oder so. Die Madita haben wir gerade noch eingestellt. Die Madita ist unser drittes Kind und die hatten wir gerade noch eingeschult. Also die ist noch an dem Tag, wir sind hingefahren und haben, Madita ist ein Schulkind geworden und es wurde dort gefeiert und die haben ein chemisches Experiment gemacht mit den Kindern, ein bisschen Vortrag und so, war sehr schön. Und dann haben wir gefeiert und dann sind wir nach Hause gekommen und dann haben wir ein paar Tage später den Brief vom Schulamt gehabt und die haben dann unsere Schulbescheinigung nicht mehr anerkannt. Und damit haben sie gesagt, dann suchen sie jetzt eine neue Schule aus. Jo, und das hat nicht funktioniert. Wir hatten also da auch den Antrag gestellt, dass die Schule anerkannt werden könnte. Und sie haben gesagt, nee, machen wir nicht. Das muss nicht begründet werden. Das ist auch, was da mit sozialer Entwicklung gesagt wird, keine Ahnung, was sie damit meinen. Also was die denken, was das sein könnte. Wenn wir uns die Schulen angucken, ist das nicht so der Ort für eine soziale Entwicklung. Und selbst wenn es an einer Schule funktioniert, also mal angenommen, es gäbe diese ideale Schule, wo das eben sauber verläuft, kein Mobbing ist und kein Bossing durch die Lehrer und so weiter, dann wäre es immer noch so, dass da 30 Kinder in der Klasse sind und die alle in einem Alter sind. Das hat nichts mit sozialem Gefüge zu tun. Soziales Gefüge zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen in der Gesellschaft völlig unterschiedliche Menschen treffen und die, also nicht, und da sind Behinderte eben nicht irgendwo ausgegrenzt, sondern die sind in der Gesellschaft und in der Schule sind eben Kinder mit Rollstühlen eben nicht zu sehen. Also das heißt, die Schule selber selektiert und schiebt die da nicht hinpassen, irgendwo hin. Kinder, die zu laut sind, kommen an Förderschulen oder die nicht laufen können, dahin, oder gehörlose Kinder sollen auch schön unter gehörlosen Kindern sein. Also das heißt, da wird Inklusion aufgehoben an den Schulen und wird ein ganz falsches Bild der Gesellschaft dargestellt und alle Kinder sind gleichaltrig. Ja, völlig dämlich. Und das Schlimme ist eben da, dass die Kinder voneinander nicht gut lernen können. Die lernen nur zum Beispiel Bewältigungsstrategien. Ja? Wie spicke ich für eine Arbeit? Wie drücke ich mich vor etwas, wie melde ich mich übereifrig, um Punkte zu sammeln oder mich liebkind zu machen oder sowas. Das sind Sachen, die sind nicht entsprechend nicht jetzt meinen oder unseren Elternwerten. Und im Übrigen, wenn man mit anderen Erwachsenen spricht, würden die das Gleiche sagen. Aber in dem Augenblick, wo es um Schule geht, wird da das Denken oder wird die Argumentation ausgesetzt oder lässt man das nicht an sich ran. Das hat auch den Grund, dass wenn das stimmen würde, was ich sage, was auch andere sagen, das bin nicht nur ich, wenn das stimmen würde, dass es da nicht, dass der Ort nicht gut ausgestaltet ist. Und wir kennen das aber aus unserer Erfahrung, es war schon immer so. Denn hätte ja jemand anders einen Fehler gemacht oder unsere Eltern hätten uns schützen müssen, dann sind ja unsere Eltern falsch oder jemand anders. Also dann müsste man an alle möglichen Leute denken, die alle Fehler gemacht haben und oder man hat zu lange sein Kind in diesen Zusammenhängen leben lassen und hat keine Lösung gefunden, dann sagt man, ach, na, dieses eine Jahr schafft er auch noch. Ja. Wenn das stimmen würde nämlich, dann müsste man sich damit auseinandersetzen, das wäre so schmerzhaft. Dann müsste man sagen, ja, so wie mein Kind leidet, habe ich auch gelitten. Das sind Sachen, die viele von uns schon längst abgespaltet haben. Und mit dieser Argumentation kann man eben kaum so führen. Das ist nicht schmerzfrei. Wenn wir vor dem Richter stehen, dann kriegen wir einen Moment, da blitzen so Momente Persönlichkeit von dem auf, ja, oder Privatleben. Da sagt er, ja, meine Tochter hat auch 4 Kinder, zum Beispiel. Also war jetzt bei einer Bekannten, die erzählte, dass sie 4 Kinder hat und dass die Großen Freilerner sind. Und dann sagt er so, ja, meine Tochter hat auch 4 Kinder. Also das war, da sieht man, dass die sich auch identifizieren mit den Fällen in irgendeiner Form. Die gucken, was ist richtig, was ist falsch, was würde ich denken? Und ihr Denken ist eben nicht nur losgelöst auch von ihrem privaten Denken und auch nicht von ihren Gefühlen. Und er hatte da kurz Gefühle gezeigt. Und am Ende der Verhandlung
hat er die Mutter verurteilt und die Begründung gesagt. Und das war sehr anschaulich. Der hat dann also keinen Augenkontakt mehr gehabt und hat ist wütend geworden wie Rumpelstilzchen. Kennst du das Bild? Das, was da passiert mit Rumpelstilzchen? Rumpelstilzchen wird bei seinem Namen genannt. Der wird enttarnt. Er ist durchschaut. Und der reagiert ganz genauso. Wir hätten ihn fast so weit gehabt, dass er als Mensch gehandelt hätte. Es geht nicht darum, ob das Gesetz besteht mit der Schulpflicht. Die Frage ist ja, ob man es da verurteilen muss. Das Ordnungsamt kann Ordnungsstrafen geben. Der Richter kann unser Verhalten verurteilen. Das heißt, er muss das nicht. Und das Ordnungsamt, die müssen das auch nicht. Aber da sind die noch nie drauf gekommen. Und in dem Augenblick, wo wir argumentieren und menschlich an ein Gesetz herangehen und sagen, wozu ist das Gesetz denn wichtig? Wozu ist die Schulpflicht wichtig? Da würden sagen, damit Kinder Bildung kriegen. Da müssen wir fragen, kriegen sie die denn? Kriegen sie die denn? Und ist das mit Zwang zu machen? Und ist das mit Androhung von polizeilicher Zuführung? Ob das der Sinn der Sache ist, dass man zu Kindern sagt, ja, also wenn du nicht, wir wollen nur dein Bestes und entfalte dich bitte unter unsere Obhut, aber wenn du nicht willst, schicken wir die Polizei. Und das wird nicht nur im Gesetz gesagt, sondern das wird auch von Mitarbeitern von Schulen oder von Schulämtern oder auch Landesbehörden gesagt. Also habe ich alles schon erlebt. Und das waren wenige Fälle. Ich bin ja noch nicht bei sehr, sehr, sehr vielen Fällen dabei, aber schon bei den paar Fällen habe ich das eben erleben müssen. Ich kann nicht klagen. Ich habe immer ein sehr respektvolles Verhältnis gehabt zu den Ämtern. Aber ich habe trotzdem Bußgelder auch bekommen, vielleicht wenige, aber ich habe auch ein Zwangsgeld von 7.500 Euro noch offen. Also indem ich gezwungen werden sollte, die Kinder anzumelden, an der Schule anzumelden. Das war eben nach dieser polnischen Erfahrung? Ja. Und die habe ich aber nicht angemeldet, weil ich sage, also zum Beispiel, es gibt Familien, deren Kinder sind angemeldet und sagen, aber ich darf die ja nicht mit Gewalt dorthin bringen. Ist mir verboten, 1631 BGB gibt den Kindern das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Wir müssen an den Inhalt rankommen. Was brauchen Sie? Was wollen Sie von ihm? Wollen Sie, dass es ihm gut geht? Laden Sie ihn doch mal ein. Also der Roman ist nicht einmal eingeladen worden. Es geht ihn also nicht um die Bildung. Es geht nicht ums Kindeswohl. Also das geht denen nicht darum, sondern es geht um die Einhaltung des Gesetzes. Fertig, weil das so ist. Und dann habe ich zu dem gesagt, also das wird nicht funktionieren. Ich werde jetzt für 2,5 tue ich es nicht. Da müssen Sie schon noch was drauflegen. Ich fand mich auch witzig, ja. Und dann hat er gesagt, naja, also entweder Sie zwingen ihn oder ich zwinge Sie. Ja, oder also er meinte entweder ich, nee, andersrum, entweder ich zwinge Sie oder das Jugendamt. Ach so. Da wollte er damit sagen, da nehmen wir ihnen eben Sorgerecht weg oder sonst irgendwie. Ja, und da. Warte, und das jetzt kommt noch der Pointe, da bin ich zum Jugendamt gegangen und habe gesagt, ich werde vom Schulamt bedroht. Und die haben mich geschützt und haben dann, die haben ja parallel dazu den Brief auch vom Schulamt bekommen. Hier, die Familie scheint sich nicht um ihre Kinder zu kümmern. Das ist ja die Aussage dieser Kindeswohl, dieses Ausdrücken des Verdachtes auf Kindeswohlgefährdung. Diese Anzeige müssen die Schulämter machen, weil die sagen, wir kommen nicht. Wir haben jetzt mit den Eltern geredet, aber wir kommen nicht vorwärts und wir können nicht sicher sein, ob da nicht noch was anderes läuft. Und weil wir wissen, dass das deren Aufgabe ist, finden wir das Ganze in Ordnung. Und dann habe ich mit dem Schulamt gesprochen, mit dem Jugendamt gesprochen und die haben dann dem Schulamt mitgeteilt, dass es, ich weiß nicht, ob die es mitteilen müssen, in jedem Fall haben die den Fall uns einfach, haben das fallen lassen. Also das Schulamt hat dann trotzdem immer auch wieder Bußgelder verhängt. Jetzt sind die unregelmäßig. Das kann eben damit zusammenhängen, dass die das nicht müssen oder da, also das ist nicht, oder dass einfach zu viel zu tun ist. Das könnte auch sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ihr habt immer noch dieses Damoklesschwert. Jederzeit könnte jemand vor der Tür stehen oder wie sieht es aus? Nein. Die stehen ja, vor der Tür stünde das Ordnungsamt und die würden prüfen, ob man noch dort wohnt, bevor das Schulamt gegen mich einen Bescheid erlässt über das Ordnungsamt. Da muss das Ordnungsamt erstmal gucken kommen, ob wir überhaupt da sind, also ob das berechtigt ist. Es gibt ja Familien, die antworten auf die Briefe nicht. Wir antworten. Aber bei uns war auch das Ordnungsamt da und hat dann die Nachbarn befragt. Und das hat mir für die Nachbarn leid, weil die uns mögen, ja. Die hätten dem Schulamt gesagt, die gehen jeden Tag zur Schule oder so, oder wir sehen die nicht oder so.
Und wenn das Jugendamt gekommen wäre, hätten die gesagt, wir sind gut befreundet. Und wir sind auch gut befreundet. Also unsere Kinder haben immer Kontakt mit allen, also wir haben immer mit allen im Haus Kontakt gehabt und so. Und das ist schon unangenehm, dass sowas passiert. Die hätten nur mit uns sprechen müssen. Also ich habe dann wirklich auch beim Schulamt dann erst drauf dringen müssen, als es um dieses Zwangsgeld ging, dass wir, dass die Kinder angehört werden. Da möchte ich auch wissen, da wo jetzt so viele Parteien die Kinderrechte ins Grundgesetz haben wollen und sagen, ja, wir wollen, dass die Kinder angehört werden, sobald man den Schulverweigerer hinbringt und sagt, hier, mein Kind hat gesagt, er möchte nicht in die Schule gehen. Ja, das geht dann nicht. Ja, aber da muss man, oder sagt, mein Kind möchte dies nicht oder das nicht, nicht geimpft werden oder möchte keinen Sport machen oder möchte nicht vor der gesamten Klasse singen. Wem nutzt denn das, dass man vorsingt, ja, oder wo Lesen mit Vorlesen verwechselt wird? Wenn ein Kind doch für sich liest und alles versteht, warum muss es vor einer versammelten Klasse vorlesen? Kein erwachsener Mensch kann dazu gezwungen werden, laut was vorzulesen. Also das sind Sachen, die sind einfach falsch. Ja? Die passen überhaupt nicht zum Grundgesetz. Und was ich mir denken kann, ist, dass man vielleicht, als das Grundgesetz geschaffen war, dass man danach dann die Landesschulgesetze ja dann nochmal geschrieben hat, da hat man einfach abgeschrieben. Einmal, weil es praktisch war, zweitens, weil viele der Lehrer auch noch im Dienst waren, also da glaube ich nicht, dass die Lehrer alle abgesetzt worden sind, nur weil sie Nazis waren, und drittens auch, weil man möglicherweise so gedacht hat, also wenn wir jetzt hier Demokratie einführen wollen, dann müssen wir entnazifizieren, alle, wir müssen jetzt alle in die Schule, alle zur Entnazifizierung gezwungen werden. Das ist für mich so eine menschliche Denkweise vielleicht. Aber man muss eben sagen, es sind auch schon andere Gesetze wieder korrigiert worden. Also zum Beispiel in Westdeutschland 1977 ist dieses, glaube ich, Hausfrauengesetz oder so, dann geändert worden. Also bis dahin hatte der Mann dann auch noch die Entscheidungsgewalt über einen Arbeitsvertrag. Also der hat dann noch den Arbeitsvertrag seiner Frau unterschrieben. Oder wenn die was, Kaufverträge oder so. Aber das ist eine Sache, solange das niemandem auffällt, wird das Gesetz nicht geändert. Heute wäre das undenkbar. Ja. Wenn heute jemand sagt, ja, man kann aber, Frauen können mit der Freiheit auch nicht so richtig umgehen. Ja, das ist ja das, was die heute über die Kinder sagen würden. Aber findest du denn, Kinder können da über ihr ganzes Leben schon entscheiden, wenn die 6 sind? Nein, aber die können über ihr Leben entscheiden, was sie gerade als 6-Jähriger führen. Und besser als Erwachsene. Ja. die wissen, was die jetzt brauchen. Ja, die sind so an sich dran und sagen, was sie brauchen. Ja. Und wenn die was wollen, wo wir sagen würden, da kannst du noch gar nicht richtig ran, dann würden die sagen, naja, aber ich kann es ja versuchen. Also die haben gar keine Angst vor höheren Zielen. Zu glauben, die würden dann nichts mehr wollen, ist völlig unangebracht. Doch, die wollen immer mehr. Die wollen immer das, wo dann Eltern wieder sagen, die wollen immer das, was sie nicht haben sollen. Oder was, die wollen ihre Grenzen austesten. Ja, das ist genau der Sinn des Aufwachsens. Ja. Das ist wie, wenn man der Pflanze verbieten will, die will doch bloß 1 Meter groß werden. Jetzt will die auch noch 1,20. Die will wohl ihre Grenzen austesten. Nee, ich mach mal hier dunkel. Nee, oder weiß nicht. Und in der Tat ist Freilernen eigentlich, könnte man sagen, ist ein ganz natürlicher Prozess. Der hat nichts mit Schulalter zu tun. Und doch ist es in Deutschland nicht davon abzuspalten. Ja. Weil wir bräuchten den Begriff nicht, wenn wir nicht die Schule hätten. Freilerner an sich ist ein alberner Begriff. Wir sind auch Freiatmer und reden nicht drüber. Man lernt immer, man bildet sich immer. Irgendeine Entwicklung findet immer in dem im Kopf desjenigen statt. Also der entwickelt sich immer, Freientwickler sozusagen. Und das ist eine Tätigkeit, die ist nicht der Rede wert, da muss man nicht drüber sprechen. Genauso wenig wie über das Freiatmen. Dass es diesen Begriff gibt, der ist extra deswegen eingeführt worden, weil eben der freie Mensch, das Menschsein oder diese, ja, die Menschenrechte für Kinder zwischen 6 und 18 aufgehoben werden. Also nicht sämtlich, und ich will das nicht dramatisieren, aber es ist schon ganz klar, dass die eingeschränkt werden. Also die haben kein Mitspracherecht. Und es wird, die ist auch nicht, diese Einschränkung ist auch nicht verhältnismäßig. Und sie erfüllt noch nicht mal ihren Zweck. Vielleicht bei einigen, aber nicht bei allen. Und in jedem Falle bei niemandem, wenn es darum geht, ihn sich frei entfalten zu lassen. Und da geht es nicht darum, was seine Eltern für einen Bildungsabschluss haben oder ob die schlechte Eltern sind im Sinne von,
Sie kümmern sich nicht. Wenn jemand sich nicht kümmert, dann ist er an seiner Kraftgrenze. Dann hat er die Hilfe von anderen Menschen notwendig, entweder den Nachbarn oder auch die Hilfe des Staates. Und wenn das Eltern ohne Bildung sind, dann muss man sich fragen, was ist da vor 20 Jahren schiefgelaufen? Was haben sie denn da nicht an Bildung bekommen, wenn der Staat auch schon da versagt hat? Ja. Also wir kommen nicht darum, immer die Verantwortung auch für unseren Mitmenschen mit zu übernehmen. Wir müssen aber trotzdem immer wissen, dass der andere trotzdem ein freier Mensch ist. Und dass auch die Pflicht der Eltern, ihren Kindern also Bildungsmöglichkeiten zu geben, auch gesetzlich einen sehr schwachen Rahmen hat. Also der sagt auch eben, dass die sich gut entwickeln können. Ja, da steht aber nicht drin, dass alle Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder bis zum Abitur zu bringen. Ja. Die müssen in den Kinderrechten steht drin, dass sie Grundbildung erhalten müssen. Das heißt, sie müssen die Möglichkeiten erlangen, sich klar frei zu bewegen, das ist ein Grundrecht jedes Menschen und genauso gut, aber auch sich auch selber bilden können. Das kann man natürlich, wenn man Zugang zu Literatur und Technik und Menschen und Umgebung und allem Möglichen hat. Und was wir, ich will vielleicht mal sagen, was man jetzt machen könnte, oder das wäre zum einen die Aufmerksamkeit dahin lenken, was der Staat schon alles macht. Also ich finde es ganz klasse, dass der in ein Schulsystem zur Verfügung stellt, was so viele Jahre kostenlos den jungen Menschen zur Verfügung steht. Das ist erstmal schon eine tolle Sache. Das würde ich sagen, ist eine Errungenschaft. Manche sagen, die Schulpflicht ist eine Errungenschaft. Nein, ist sie nicht. Da hat niemand gerungen. Die Schulpflicht ist keine Graswurzelbewegung gewesen, sondern das hat nicht hier irgendwie jemand aus sozialen Gründen erfunden, sondern die ist immer von oben gekommen, weil der Staat es so wollte. Es wird dann immer gesagt, ja, die Eltern, die wollten nur, die haben sich dann aber beschwert, dass ihre Kinder nicht mehr auf dem Feld mitarbeiten können. Ja, das waren arme Eltern und damals gab es keine Sozialhilfe. Wenn da die Familie nicht zusammengehalten hat, sind die einfach mal verhungert. Das waren nicht Eltern, die ihre Kinder unterdrücken wollten, sondern wo die Familie darauf angewiesen war, dass alle mithelfen. Das jetzt so in Dreck zu ziehen und zu sagen, die wollten ihre Kinder ausbeuten, das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen, wird aber sehr gern und oft benutzt. Was der Staat jetzt macht, ist das Gleiche, indem er eben den Kindern nicht bloß die 6 Stunden in der Schule aufbürdet, sondern auch noch die 4 zu Hause bei den Hausaufgaben und noch über die Ferien was oder am Wochenende oder wann auch immer. Oder die Gedankenbelastung, wenn ich meine Hausaufgaben jetzt am Freitag nicht mehr schaffe, dann muss ich die aber am Sonntag noch machen. Das heißt, selbst in der Freiheit ist man, also am Wochenende sind die nicht frei davon oder haben am Sonntag Angst vor der Kontrollarbeit am Montag oder was auch immer. Und das ist eine Belastung, die ist unverhältnismäßig und die schränkt wirklich die Grundrechte ein und die bindet sehr viel Potenzial. Also das ist sehr, sehr schade. Wenn wir doch jetzt auch durch die Ideen von Inklusion darauf gekommen sind, was Inklusion bedeutet, eben nicht nur, dass behinderte Kinder an Schulen für Behinderte sind, sondern dass sie als Teil der Gesellschaft überall sein dürfen, wo sie wollen. Also da, wo die Gesellschaft, wo sich andere in der Gesellschaft aufhalten und vielleicht auch da, wo es kleinere Klassen gibt. Das sagt ja niemand, dass nur jeder in der 30-Kinder-Klasse, dass da Inklusion stattfinden muss. Ja. Wenn die Bildung dort nicht möglich ist, wenn es dem Kind schadet, wenn es auch gesundheitlich schadet, weil es so viel Stress hat zum Beispiel, kann das Kind nicht gut lernen. Also muss man dem Kind entsprechend sagen, wo würde es dir lieber besser gefallen? Da kann es eben sein, dass er sagt, ach, so 10 Kinder würden mir reichen. Oder eben, ach, ich bleibe ganz zu Hause und komme lieber nur nachmittags zu den Sportangeboten oder was auch immer. Also man könnte eine ganze Menge umstellen. Man könnte die Vereine, die könnten wieder arbeiten, auch die haben ja inzwischen Schwierigkeiten. Da, wo es Ganztagsschulen gibt, können die Kinder nicht mehr in die Vereine gehen. Also auch da macht der Staat ja auch das Leben zu Hause mit den Nachbarskindern, die man vielleicht nicht in der Schule trifft, weil man jetzt schon auf verschiedene Schulen geht, auch unmöglich. Also auch da ist Inklusion nicht gegeben. Und diese Aufmerksamkeit, die wir jetzt dafür kriegen, für Inklusion, die muss eben dahin gehen, dass man sagt, was können wir dem Menschen tun, damit er sich gut entwickeln kann. Da hat der Staat eben die Aufgabe dazu und macht schon eine ganze Menge, indem er zum Beispiel Bibliotheken kostenfrei hat und auch Freizeiteinrichtungen, obwohl es da auch finanziell auch teilweise hapert. Aber da wäre eine gute Möglichkeit auch, also viel zu erleben. Und wenn man sieht, wer zum Beispiel nachmittags in die offenen Freizeiteinrichtungen geht, das sind eben nicht die Kinder, deren Eltern Klavierunterricht und Tennis bezahlen,
sondern eben auch andere Kinder, die eben sagen, zu Hause ist es nicht so spannend, ich komme lieber hierher und hier sind auch nette Erwachsene. Und da sehe ich auch einen ganz anderen Umgang zwischen den Sozialarbeitern, die dort angestellt sind, und den Kindern und Jugendlichen. Das passiert dort auf Augenhöhe, weil die Erwachsenen dort davon abhängig sind, dass ihre Kunden wiederkommen. Die wollen nett zu denen sein. Und die machen das trotzdem nicht, die bespaßen die nicht, sondern die sagen, ihr dürft hier sein, wie ihr wollt. Oder die sagen auch, wenn du jetzt kochen willst, würde ich dir raten, in einer halben Stunde dann, also wir machen um 7 zu, dass du eine halbe Stunde vorher anfängst aufzuräumen. Ich weiß, wie das ist, das kann dauern und so weiter. Also Tipps geben, trotzdem an die Verantwortung erinnern und so weiter. Also auch die zu begleiten und zu sagen, wie sind deine Erfahrungen, ich helfe dir dabei. Aber trotzdem ganz normal miteinander umzugehen, wie auch zwei Erwachsene miteinander umgehen. Ja? Also nicht so, ich würde ja auch jemand, der irgendwas nicht so kann wie ich, nicht deshalb irgendwie blöde behandeln oder so. Ja. Das ist ja nur eine Erfahrungssache. Der eine hat die Chance gehabt, in dem einen Bereich Erfahrung zu sammeln und der andere in einem anderen Bereich. Und Kinder sind viel jünger als wir, die deswegen blöd zu behandeln, nur weil sie noch nicht die Chance hatten, so viele Erfahrungen zu machen, wie wir es auch, ist gemein. Also. Ich habe dann, als das will ich noch dazu sagen, ich habe dann, nachdem wir unsere entdeckt worden waren, also oder nochmal angesprochen worden waren, da habe ich dann, bin ich dann in die Offensive gegangen. Wir haben vorher schon eine Facebook-Gruppe gehabt und uns auch getroffen auf dem Spielplatz. Aber in dem Moment, als es dann richtig offiziell war, habe ich gedacht, ich war ja auch schon lange im BVNL, jetzt mache ich Veranstaltungen. Da habe ich jeden Monat eine Veranstaltung gemacht. Also Vorträge. Da war Karin Kern da damals, weiß nicht, Freilander Solidargemeinschaft, denn die hat noch damals Clonara in Deutschland gemacht und dann später auch mal eingeladen als Freilander Solidargemeinschaft oder Bertrand Stern oder also verschiedene Leute oder auch Jugendliche, Esra Reichert und Josie Voider, die dann von ihren Schulabschlüssen gesprochen haben, eine Veranstaltung, die wir dieses Jahr zum 5. Mal machen, dass wir immer zum Schuljahresende erzählen, wie man auch ohne Schulbesuch den Schulabschluss machen kann. Das sind so Sachen, die haben sich etabliert, die haben wir dann ganz viel gemacht. Und in Leipzig sind jetzt 12 offen lebende Familien mit 25 Kindern. Okay. So, und da merke ich, dass also auch unsere Spielplatztreffen nebenab, natürlich je älter die Kinder werden, die gehen dann nicht mehr zum Spielplatz. Und heute treffen die sich selbstständig. Die sind, in Leipzig ist es nur sehr schön, man kann mit dem Fahrrad viel unterwegs sein, das geht da ganz praktisch. Die treffen sich, die jetzt so 12, 13, 14 sind, die treffen sich allein. Und die Stammtische werden dann eher von den neuen Leuten kontaktiert, die jetzt eben was erfahren wollen. Und dafür bin ich eben aktiv für den BVNL und wir sammeln Bußgelder und machen damit mehr Öffentlichkeitsarbeit, als diese 150 Euro wert sind. Also für uns ist das, wir besetzen das positiv und wir sehen auch, dass die Menschen in den Ämtern unter diesen Bedingungen jetzt schwer Entscheidungen treffen können, die sie dort haben. Im Grundgesetz steht klar, dass der Staat die Schulen beaufsichtigt. Demzufolge hat der Staat gerade aus dem Recht des Kindes auf Persönlichkeitsentfaltung, hat der Staat mit diesem Paragraph, also mit diesem Artikel die Aufgabe bekommen, du kümmere dich bitte um die Schulen, Bildung ist kostenlos, das Geld muss dafür zur Verfügung gestellt werden. Nichts anderes ist in dem Verwaltungsgesetz, Schulgesetz enthalten. Sagt, hier gibt es Gelder für die Bildung, hier steht drin, wie sie verwaltet werden. Jedes Kind, das 6 Jahre alt ist, darf für 10 bis 12 Jahre in die Schule gehen. Das ist eigentlich die Verwirklichung des Rechtes auf Bildung. Es ist nur unglücklich formuliert, würde ich sagen. Wir müssen an diesen Formulierungen arbeiten und die müssen weg. Niemand kann doch verpflichtet werden. Und mit der Bildungspflicht ist das Gleiche. Wer glaubt, dass man mit der Bildungspflicht was kippen könnte, der irrt. Weil nämlich das noch klarer ist, wie falsch der Gedanke ist. Das ist unwürdig, jemandem zu sagen, der Staat hat sich was für dich ausgedacht und für 10 Jahre. Du hast dich entschieden, dass du es zu Hause machst, so what. Aber das hat, das ist immer noch gegen die Würde des Menschen, dass jemand anders sagt, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn wir jetzt gerade hier so sitzen, dir zu sagen, was du zu lernen hast. Findest du nicht? Könntest du da nicht noch was verbessern? Das macht man nicht. Ja. Und aber, der Staat hat nicht die Aufgabe, er hat die Aufgabe, er hat die Pflicht, Bildung zur Verfügung zu stellen. Und er hat sogar die Pflicht, die Schulen zur Verfügung zu stellen. Aber in den Köpfen der Menschen ist es andersrum drin. Kinder haben die Pflicht, wem auch immer gegenüber, so dem Staat gegenüber,
nicht nur dorthin zu gehen, sondern mit einer Bildungspflicht kommt noch klarer raus, das Kind hat die Pflicht, 10 Jahre, 12 Jahre so zu denken, wie der Staat sich es wünscht. Das geht natürlich in Deutschland gar nicht, weil wir ja eine Demokratie sind. Wir leben in einer mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die jedem Menschen sagt, du bist ein freier Mensch. Du glaubst dran, das steht ja im Grundgesetz. Das ist die Basis aller unserer Gesetze. Die Gesetze mögen vielleicht noch mal hier und da noch zu verändern sein, aber es werden ja ständig Gesetze geändert. Auch schwule Menschen können nicht mehr bestraft werden dafür, dass sie schwul sind. Das haben die Menschen auch begriffen. Heute würde niemand mehr drauf kommen. Auch die mussten erst Menschen werden. Das ist ja erst, weiß ich nicht, in den 80ern passiert oder so. Die sind ja auch bestraft worden, in Gefängnisse gekommen, menschlich geknickt, rausgekommen und das Leben war vorbei. Die haben nie wieder Fuß fassen können. Die sind geächtet gewesen. Und heute würde man sagen, ja, das war eine Menschenrechtsverletzung. Und jetzt ist ganz einfach an der Zeit, dass man sagt, Kinder sind Menschen. Die spüren auch, wenn man ihnen auf den Fuß tritt. Die merken das auch, die haben auch Bauchschmerzen oder die sind auch traurig und fröhlich. Sie haben die gleichen Gefühle wie jemand, der 1 Meter größer ist. Mhm. Und das müssen wir nur erkennen. Und ab dann ist jede Verpflichtung völlig aus der Luft gegriffen oder die ist adultistisch und die ist menschenverachtend. Ja, ich mache Öffentlichkeitsarbeit an öffentlichen Plätzen, stehe da am Tisch und da sagen Leute auch sowas, ich finde das auch schon wichtig. Und dann sage ich, okay, können Sie mir die Photosynthese erklären? Ja. Das ist was man gerade noch weiß, aber wo man vielleicht sagt, mit den Blättern, wo also da die Umwandlung stattfindet. Die verpacken das auch gut. Ja, sage ich, okay, ist ja nicht schlimm, das kann man sich nicht alles merken, aber dann vielleicht, was sind der Unterschied zwischen Lippen- und Kreuzblütengewächsen? Also das ist irgendein Begriff, den ich mir aus der 4. vielleicht gemerkt habe oder so. Und dann wissen die es aber auch nicht. Ich sage, gut, ich gehe noch einen Schritt tiefer. 2. Klasse, Unterschied zwischen Roggen und Gerste. So, alles Dinge, die man unbedingt mal gewusst haben muss. Wenn Menschen sich frei bewegen können, dann sind die Fragen die ständig. Haben die Eltern vergessen, dass die Kinder im Alter von 2 und 3 und 4 und 5 und 6 immer fragen, warum? Nee, mit 6 nicht mehr. Mit 6 nicht mehr, weil die Eltern sagen, oh, kennst du das? Kennst du das, wenn die immer fragen, warum, warum, warum? Ja, das ist in der Natur so angelegt, dass der Mensch fragt, warum. Der hört nur dann auf, wenn ihm niemand mehr die Fragen beantworten will. Und die Eltern sind auch froh, wenn es jemand anders tut, vergessen aber, dass da drüben sich niemand um die Fragen kümmert, sondern sagt, es geht jetzt nur noch um meine Fragen und die Antworten stehen schon fest. Und dann muss man sich fragen als Eltern, bin ich bereit, ehrlich zu sein? Ja. Bin ich bereit zu reflektieren? Bin ich bereit, respektvoll mit meinem Kind umzugehen? Und respektvoll heißt demütig, einfach zu sagen, ich bin so glücklich, dass ich dich kriegen durfte. Und dann nicht das Vertrauen, was die Kinder in uns haben, kaputt machen dadurch, ja, indem man sagt, ich weiß, was für dich gut ist. Das können wir nicht wissen. Wir wissen nicht mal, ob wir heute das richtige Handy kaufen. Morgen sagt jemand, alles falsch. Ob wir den richtigen Handyvertrag haben, hättest du mich gefragt. Jede Entscheidung, die wir heute treffen, kann morgen falsch sein oder die war schon gestern falsch. Wir wissen es nicht. Wir haben alles dafür getan und können sagen, wir haben nicht irgendwas gemacht. Wir haben vorher recherchiert. Wir haben 7 Leute gefragt. Aber es wird der 8. kommen, der sagt, es war falsch. Und wir zucken schon zusammen und die Entwicklung der ganzen Welt geht so schnell, dass wir gar keinen Einfluss haben. Wer sind wir, dass wir glauben können, was in 10, 12 Jahren ankommt, also was wir dann für eine Gesellschaft haben, worauf wir jetzt unsere Kinder vorbereiten wollen. Was muss man denn dann können in 10 Jahren? Wir wissen es nicht. Ja. Aber man muss immer noch ein Mensch sein. Man muss ein freier Mensch sein, der kreativ ist, der nicht gebremst worden ist. Aber die Herausforderung zu Hause, die ist sicherlich schwer. Und ich sage auch nicht, dass es allen Eltern und allen Freilernern-Eltern gleich gut gelingt. Wie es auch allen Schuleltern nicht alles gleich gut gelingt. Wie es nicht jeder Frau gleich gut gelingt, das zu sein, was sie will, oder gute Mutter zu sein, oder eine gute Mitarbeiterin zu sein, oder eine gute Selbstständige zu sein, oder was auch immer. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und das ist eine Botschaft, die wir auf jeden Fall unseren Kindern mitgeben sollten. Wir wissen nicht, wohin es geht, deswegen müssen wir sehr aufmerksam sein, sehr behutsam mit unseren Mitmenschen. Wenn ein Fehler passiert, müssen wir sagen, gut, wenigstens habe ich ihn gesehen oder ich habe jetzt die Chance, aus diesem Fehler zu lernen und alles andere oder etwas, was ich jetzt mache,
nochmal neu anzufangen. Und ich kann mir sicher sein, dass meine Umgebung mir diesen Fehler nicht übel nimmt, weil ich die Erste bin, die auch anderen ihre Fehler nicht übel nimmt, sondern sagt, es war ein Missverständnis, er konnte nicht anders, hat das Beste versucht. Ja. Und da müssen wir hinkommen. Wir können aber nur glauben, dass Menschen das Beste versuchen, wenn sie dazu in die Lage versetzt werden. Wenn aber Menschen nicht das Beste versuchen, sondern das versucht, was der Staat sagt, du sollst nicht das Beste versuchen. Du sollst nur das versuchen, was ich dir sage. Du sollst nur meinem Plan folgen. Und im Übrigen sollst du auch nur alle 45 Minuten auf die Toilette gehen. Wenn wir das machen mit den Kindern, dann werden die sich nicht entwickeln können, so wie sie es eigentlich sollen. Ja, ja. Ja, also das ist auch, mein Sohn hat auch mal zu mir gesagt, ja, er lernt jetzt nur, er weiß jetzt genau, wie er lernen muss, damit es nur bis zur Prüfung hält. Also obwohl er früher nie so gedacht hat, aber durch die Schule, weil das alle so machen, und das ist natürlich bitter. Aber ich wollte jetzt auch nochmal, weil wir jetzt schon so lange gesprochen haben, vielleicht jetzt so deinen Ausblick haben, also deine Vision quasi jetzt für die Zukunft, für die nahe Zukunft. Was würdest du dir wünschen? Also an der Gesetzlage und vielleicht auch in den Köpfen der Eltern, dass die mehr Vertrauen kriegen in ihre Kinder? Ja, als Erstes muss ganz klar der Schulzwang abgeschafft werden. Also das ist die Grundrechte, das Grundgesetz muss wiederhergestellt werden. Und bei gleichzeitigem Wachwerden und bei gleichzeitiger Korrektur des Bildungssystems. Und das Bildungssystem muss kein Schulsystem sein, kann aber. Also ich sage gar nicht, dass die Schule an sich weg soll, das kann ich nicht beurteilen. Es gibt unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn jemand sagt, ich brauche einen Aufbewahrungsort meines Kindes über 8 Stunden, dann soll er das auch so nennen. Und dann soll er sagen, und ich will einen Aufbewahrungsort für mein Kind, wo mein Kind gut betreut wird, während ich arbeite, in dem es sich auch frei entfalten kann, wo es respektiert wird, wo Material da ist und wo meine Steuern hinfließen können, wo ich sagen kann, ja, dafür gehe ich auch arbeiten, dass meine Steuern in einen Ort fließen, der mein Kind wie einen Menschen behandelt und ihnen die Möglichkeiten gibt, die es braucht. Und sonst könnte jemand auch sagen, ich bezahle die Steuern nicht mehr, ich bin ja zu Hause und betreue mein Kind zu Hause zum Beispiel. Ja. Aber das finde ich wichtig, dass wir diese Vielfalt erhalten und dass erstmal alle Kinder ihr Recht auf Bildung bekommen. Und das betrifft auch die Kinder, die in den Schulen sind. Es geht nicht darum, Freilerner gegen, also ich will nicht Menschen, deren Kinder in der Schule sind, vom Freilernen überzeugen. Natürlich ist es das Beste, wenn Menschen frei sein können. Ja, selbstverständlich. Aber es kann sein, dass jemand einen Betreuungsort braucht und dann muss es aber in der Schule, muss die Schule sagen, ja, sie können mir ihr Kind anvertrauen, ich werde es wie einen Menschen behandeln. Und diese Frage muss von Anfang an klar sein. Und was ich mir wünsche, ist, dass in der Freilernerbewegung, und damit meine ich alle die überhaupt sich mit dieser Thematik beschäftigen, viel mehr noch Leute sich mit den Gesetzen beschäftigen und auch mit unseren Möglichkeiten, unseren Gestaltungsmöglichkeiten als Bürger. Und wir müssen schon damit rechnen, dass manche Begriffe eben alt besetzt sind und dass viele Vorstellungen dass vielen Menschen die Vorstellung fehlt, was Freilernen bedeutet. Das ist auch ganz klar, wenn wir als ganze, also als Riesenmenge von Menschen, also Millionen von Menschen haben diese Erfahrung der Schule gemacht, die kennen was anderes gar nicht. Also fehlt dir natürlich die Vorstellungskraft. Man kann sich nur was vorstellen, wenn man das schon mal irgendwie gesehen hat oder jemanden gehört hat oder sonst irgendwie. Und je mehr wir nach außen gehen, ist auch die Thematik Freilernen nicht mehr so erschreckend. Also wir in Leipzig zum Beispiel haben das Gefühl, wenn wir das Wort aussprechen, haben wir kaum so Gegenwind. Also die Leute sagen, habe ich schon mal gehört, na, für mich wäre es nichts. Und dann sagen wir, ist auch nicht für jeden was. Oder manche sagen, glaubst du, dass alle Kinder gerne Freilerner werden? Ja, was für eine dumme Frage. Ja, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass nicht alle Kinder das können, weil wenn die Eltern nicht frei sind, ja, dann geht das nicht. Sie können nicht ihr Kind in eine freie Schule geben und selber voller Ängste sein. Wenn eine ganze Gesellschaft voller Ängste ist und glaubt, es geht nur mit Erziehung, was für ein schreckliches Wort, das stelle ich mir mal vor, wie in einer Baumschule, ja, wenn so ein Baum angebunden wird und dann immer, wenn der gewachsen ist, muss der schnell angebunden werden, damit der ja nicht hier macht, was er will, sondern der muss genau Spalier irgendwie, ich stelle mir so ein Spalierobst vor, das muss dann genau diese Formen haben, die wir uns wünschen.
wir binden den da fest, okay, wenn jetzt jemand anders kommt und also in der Partnerschaft ist schon mal schlecht, wenn Eltern unterschiedlicher Typen sind, der eine ist, bindet links fest, der andere bindet links, bindet rechts wieder los. Ja. Das muss man wollen und wissen, was sind denn unsere Werte? Und nicht nur, wie kommen wir am besten ohne Strafen durch? Die Strafen sind da, also die Gesetze sind dafür gemacht, damit die Gesellschaft funktioniert, damit es den Menschen gut geht. Und das müssen wir regelmäßig überprüfen, ob noch alles in Ordnung ist. Und so werden ja Gesetze auch gemacht, dass man eben überprüft. Und dass die geändert werden, zum Beispiel, weil es Gerichtsurteile gab oder weil, ja, oder weil Menschen Fakten geschaffen haben. Und für uns ist, ich habe die Bildungs-, oder unsere Kinder haben die Bildungsfreiheit erreicht. Ich habe dafür zwar jetzt zahlen müssen, aber das finde ich jetzt weniger schlimm, ist nur Geld. Ist ja nicht schlimm. Also, aber du hattest ja vorhin gesagt, also ihr habt immer noch. Also, ich will noch sagen, mit Zwangsgeld habt ihr noch Zwangsgelder, oder? So ein Damokles. Ja, das ist da läuft der Widerspruch, die kommen jetzt nicht dazu. Aber das werde ich Ihnen wieder vorhalten. Wenn die in einem Jahr fertig sind und irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, dann werde ich sagen, so, und jetzt sagen Sie mir, wozu das Ganze gut ist. Das ist ja noch eine Farce. Das ist ja schon vorbei. Ja, und mich drückt das dann nicht, weil es geht da wirklich nur um Geld. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder das machen soll, was ich mache. Das ist, ist meine Art, damit umzugehen. Ja, ich habe mir das ausgerechnet, habe gedacht, ja, für 7.500 Euro für drei Kinder, für 12 Jahre, und dann habe ich es wieder so runtergerechnet und dann kamen wir im Monat auf 29 Euro. Das hätte ich, wenn die Kinder in der freien Schule gewesen wären, auch gerne bezahlt. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm, selbst wenn ich es mal bezahlen müsste. Ich will nicht niemanden einladen, diese Experimente mitzumachen, aber ich will gerne einladen, erstmal zu gucken, was passiert. Und darauf auch zu hoffen, dass in den Ämtern auch Menschen sind, die Mut haben oder die auch sagen, das Gesetz würde doch niemals ein Grundrecht einschränken. Dazu haben wir den Paragraphen, der sagt, das Amt kann Ausnahmen zulassen. Wenn der erste Mutige kommt und genau das sagt, werden wir da hinkommen. Ich fordere die auch auf und sage, sie sind auch dem Grundgesetz verpflichtet. Auch sie werden sich eines Tages dafür, der Bundespräsident hat sich bei den Homosexuellen entschuldigt dafür, dass man das Gesetz so spät, den Paragraph 175 im Strafgesetzbuch, so spät abgeschafft hat. Der hat sich bei allen entschuldigt. Ja. Da habe ich gesagt, Sie können heute die Entscheidung treffen, ob Sie sich, also beim Schulamt habe ich es gesagt, ob Sie sich in 10 Jahren entschuldigen wollen, oder vielleicht macht es ja auch der Bundespräsident. Aber dass die Gesetzesänderung kommen muss, ist für mich glasklar. Es liegt nur daran, dass wir selber so aufgewachsen sind, dass wir uns das kaum vorstellen können. Es gibt so viele, die reden auch mit und wohnen schon gar nicht mehr hier, zum Beispiel. Ja. Oder es gibt viele, die sind im Herzen Freilerner. Das sind also, was sind denn Freilerner? Freilerner sind dahin gekommen, weil die Kinder Schwierigkeiten in der Schule hatten. Das waren die ersten. Die hatten in der Schule Schwierigkeiten, haben es über mehrere Jahre versucht, haben 7 Schulen besucht, gewechselt, alles versucht. Die Eltern haben sich Mühe gegeben, sind umgezogen, alles probiert. Und haben dann gesagt, jetzt ist Schluss, wir sind zu Hause und das bleibt jetzt so. Ja. Und dann kam der Begriff Freilerner auf, um dieses Unschooling nicht benutzen zu müssen, weil es so negativ klingt, so unbeschult, so traurig irgendwie. Und da hat man Freilerner genommen. Und es ist ein schöner Begriff erstmal, also in Abgrenzung zu unfreien Menschen, die es gar nicht geben dürfte. Ja. Und das, was jetzt passiert, ist, dass eine neue Generation von Eltern heranwächst. Und zwar sind das die den 1631 im BBG, im BGB, das ist also dieser Paragraph, in dem drin steht, dass Kinder das Recht auf gewaltfreie Erziehung haben. Die gibt es seit dem Jahr 2000. Ja. Die sind damit groß geworden. Das sind die jungen Eltern von heute, die das also auch schon erlebt haben, dass das in der Diskussion war, oder die eben Nutznießer dieser Diskussion waren, und das also, die sind schon nicht mehr gehauen worden, meinetwegen. Da gibt es noch viel Gewalt, auch subtiler in der Sprache, die ist noch nicht ganz weg, aber ist eine neue Generation an Eltern herangewachsen, die jetzt mit ihren Kindern auch anders umgehen. Noch nicht ganz alle, aber viele schon, oder geben sich Mühe. Man kann auch nicht zaubern, nur davon, dass man es weiß oder es verboten ist, weiß man immer noch nicht, was man stattdessen macht. Wenn man jetzt eine Meinungsverschiedenheit mit seinem Kind hat, was mache ich denn dann? Okay, ich darf es nicht mehr hauen, aber niemand hat mir gesagt, was ich dann machen soll. Das ist ein Bildungsprozess, den die gesamte Gesellschaft durchmacht. Und da, wo die Eltern schon ganz jung
in diesen respektvollen Umgang haben, zwingen die ihr Kind dann auch nicht in den Kindergarten oder auch nicht in die Schule. Oder sagen, ich bin verantwortlich. Es geht hier nicht meine Rechte gegenüber dem Staat irgendwie. Ist kein Hickhack. Ich habe mehr Rechte an meinem Kind als du. Und es geht darum, Staat, egal was du sagst, ich habe die Verpflichtung, die allererste und die einzige. Ich habe die Pflicht, auf die Bildung und auf die Gesundheit und auf die psychische Gesundheit meines Kindes zu achten und die zu schützen. In meiner Pflichterfüllung bin ich verpflichtet, vorher zu gucken, wie die Schulen ausgestattet sind. Wie läuft es da ab? Ist dort Lernen möglich? Ist dort Inklusion? Wird dort die Gesellschaft abgebildet? Nein, tut mir leid, sagen Sie mir Bescheid, wann Sie soweit sind. Also die Leute spenden an die Freilerner- und Solidargemeinschaft. Und da bin ich auch aktiv und bin zum Beispiel auch in der Beratung von Familien aktiv. Und wir bereiten die auf die Gerichtsprozesse vor, indem wir eben sagen, was die Ämter brauchen und was ein Jugendamt braucht. Es gibt manchmal auch familienrechtliche Prozesse. Das heißt, da wird versucht das Jugendamt den Eltern das Sorgerecht wegzunehmen. Aber die letzten Urteile, die sich rein mit Freilern beschäftigen, sehen anders aus. Und da steht drin, dass den Kindern gut geht und dass keine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Und die muss man sich ansehen und nicht irgendwelche uralten Gesetze zitieren. Was wir aufbauen im BVNL ist eben das Netz an Menschen, die sich rechtlich ein bisschen auskennen und die sagen, wir sind alle im selben Boot, wir wollen das Beste an Bildung für die Kinder. Und da ist der Staat gefragt und wir Eltern und die Lehrer und die Jugendamtsmitarbeiter und alle. Und das ist wichtig, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern eben miteinander. Gut, vielen Dank. Gerne.